Der Uniplatz in Magdeburg heute Morgen. Großräumig haben Spezialisten des Landeskriminalamtes den Tatort abgeriegelt. Eine 19-Jährige war hier heute Morgen um kurz vor 4 Uhr überfallen und brutal misshandelt worden. Die Frau konnte leider bislang noch nicht befragt werden, da sie aufgrund ihrer Verletzungen derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Fest steht bislang, es waren wohl mehrere Männer an dieser Tat beteiligt. Dadurch, dass wir sehr schnell auch vor Ort waren, konnten wir 3 Personen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Es ist bereits der 4. Fall innerhalb weniger Wochen. Anfang Oktober wurde eine 24-Jährige auf einem Friedhof in Magdeburg brutal vergewaltigt. Vor rund 2 Wochen wurden 2 19-Jährige überfallen. Verunsicherung bei den Magdeburgern. Über den Tag ist das bestimmt noch überschaubar, was da so passieren kann. Aber abends möchte ich allein nicht unterwegs sein. Nee, selbstverständlich hat man Angst, im Dunkeln frei auf die Straße zu gehen. Und das hat ja mit dem Alter nichts zu tun, ob man jung ist oder ein bisschen älter ist. Also das wird ja immer schlimmer hier. Im Zusammenhang mit den bisherigen Überfällen fahndet die Polizei nach diesen Männern. Sie sollen etwa 30 Jahre alt sein und werden von Zeugen als Personen mit südländischem Aussehen beschrieben. Die Beamten des Landeskriminalamtes haben am Uniplatz zahlreiche Spuren und Beweismittel gesichert. Da die 19-Jährige bei dem Überfall der vergangenen Nacht neben einem Schock auch etliche Verletzungen erlitten hat, konnte sie bislang noch nicht vernommen werden. Und in Magdeburg ist nun mein Kollege Sven Böttger zugeschaltet. Wie gesagt, man überprüft natürlich alle möglichen Zusammenhänge. Es hat ja 4 Taten mit der Tat heute Nacht, insgesamt 4 Taten im Oktober hier in Magdeburg gegeben. Die Hergehensweise war immer ähnlich und aufgrund der ersten 3 Taten sind dann diese beiden Phantombilder entstanden. Und diese wird man jetzt natürlich mit den Männern überprüfen, aber all das wird sich sicherlich noch eine Weile hinziehen. Und man wird natürlich auch versuchen, dann die 19-Jährige selbst zu befragen, zum ganz genauen Hergang eben auch der Tat. Aber wir haben gehört von der Polizei, dass sie derzeit noch nicht vernehmungsfähig ist. Es soll ja körperlich soweit ganz gut gehen, aber psychisch wäre es wohl nicht ganz so einfach, sagt die Polizei. Da wird man sicherlich dann noch die nächsten Tage abwarten müssen. Vielen Dank, Sven Böttger in Magdeburg.